Hey, ich bin Lillikopf Sprain oder einfach nur Yannick. Und beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, an diesem wundervollen Örtchen, wo wir dem Mann da unten mit seinem sehr famosen Zylinder geholfen haben, sein Behelligungsproblem zu lösen. Wir haben ja auch zwei neue Fertigkeiten herausgefunden, oder eher gesagt von Trousers gekauft. Und jetzt, herausragend, jawohl, zu einem Wettbewerb. Da wollen wir doch jetzt mal hingehen. Ich denke, das ist ja ein kleiner Schießstand. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Zielen üben. Da bin ich ja auf jeden Fall nicht ganz so gewitzt drin. Das gebe ich offen zu. Da bin ich nicht gut drin. Nein. Okay. Wollen wir nochmal gucken, wie schwierig das hier alles wird. Denn momentan ist der Schwierigkeitsgrad halt echt noch voll okay. Danke, dass ihr die oberen Fenster freigelegt habt. Kein Problem, wir haben die Drecksarbeit erledigt. Jetzt her mit dem Pagey. Was? Ich soll euch mein feinstes Papier geben, sodass ich bei der Notdurft auf die hiesige Fauna zurückgreifen muss? Wohl kaum. Aber die Idee eines sportlichen Wettbewerbs sagt mir zu. Ich schlage vor, ihr stellt eure Zielgenauigkeit unter Beweis. Ich stelle die Ziele zur Verfügung auf Grundlage meiner Neandertaler Brüder und ihr nehmt sie unter Beschuss. Wenn ihr trefft, überlasse ich euch den Pagey. Wie wär's? Habt ihr Lust, das an meinem Schießstand ein wenig knallen zu lassen? Ja, auf jeden, ey. Klingt gut. Schießen wir los. Ha, schießen wir los. Versteht ihr? Ha. Sehr schön. Stellt euch auf das Extra-Ziel, das ich niedergelegt habe, und vergesst eure Munition nicht, wenn ihr die gemeinen Bestien niedermetzelt. Belohne ich euch mit dem Pagey. Alright. Dann wollen wir. Hervorragend geschossen. Ihr müsst nur noch ein paar dieser Mistdinger wegpusten. Okay. Ah. Ist aber anscheinend nicht auf Zeit. Sonst hätte ich nämlich schon verkackt. Ah! Du Fiesling. Ah. Eine erstklassige Schussvorstellung für zwei Leute aus dem gemeinen Volk. Ich glaube, ich habe euch gut darauf vorbereitet, den Rest der vier Mischergen im Spiel zu erledigen. Geht und holt euch eure Belohnung. Hell yeah! Das ist immer noch so ein bisschen wie so eine Tutorial-Welt. Es fühlt sich zumindest die ganze Zeit schon so an. So ist es zumindest, finde ich. Ich meine, irgendwie lernt man ja alle seine ersten Fähigkeiten. Man bekommt Quests, die eigentlich nur sagen, hey, das geht so und so. Aber auch cool. Finde ich schön. Ich finde es gut, wenn ein Tutorial immer, sag ich mal, so eingepackt ist. Und nicht wirklich ein richtiger Bestandteil ist, den man vorher vor dem Spiel irgendwie fertig machen muss. So, euch kann man so wecken, ne? Da war ja was. Moin. Wir gehen jetzt einfach mal nach oben. Gucken mal, was uns hier erwartet. Schuss. Da geht's lang für ein paar Federn. Wie kann man sich das mitnehmen? Ich glaube beinahe, dass wir das brauchen. Oh! Boah! Das war schon ganz schön knackig. Oh! Das ist eins dieser Atome. Das einzige in dieser Welt übrigens. Was bist du denn? Hallo, ich bin's. Molekül! Bring mich zu Dr. Putz. Für eine coole Überraschung. Okay. Ich habe gerade extra ich bin's gesagt. Weil ich das in diesem Zusammenhang sehr witzig fand. Es tut mir leid. So, hier müssen wir runter. Moin. Ach du meine Güte, hallo. Ich hatte nicht mit Besuchern gerechnet. Ihr müsst das schäbige Duo sein, wegen dem Kapital B so viel Wirbel macht. Ich darf mich vorstellen. Dr. Puss, die führende Wissenschaftlerin von Ivory Towers. Zumindest war ich das, bis dieser ruchlose Dr. Quack mir meine Forschungsunterlagen gestohlen hat. Psst, Yuka, was ist mit ihren Armen los? Psst. Hallo Dr. Putz, ich bin Yuka und das hier ist Laylee. Du scheinst ein paar technische Schwierigkeiten zu haben. Nein, nein, alles okay, sogar besser als okay. Ich arbeite nur gerade an meiner Lieblingserfindung, die eine großartige Transformation ermöglicht. Sie bringt uns die Transformation. Nach der furchtbaren Angelegenheit mit Dr. Quack blieb nur ein ledierter Prototyp zurück, aber jetzt läuft die Transformation wieder normal. Naja, abgesehen von dem einen kleinen Vorfall. Ich habe so eine Ahnung, worum es sich dabei handeln könnte. Wenn ihr in dieser Welt das Molekül für mich findet, kann ich den DNA-Tor, DNA, anwerfen und euch bei eurem Abenteuer helfen. Wir sind bereit, Doc. Schmeißt die Maschine an. Fantastisch. Stellt euch einfach da drüben vor, mein DNA-Tor. Bist du dir sicher, UK? Yuka, ich will nicht auf einem Sushi-Teller enden. Das werden wir jetzt wahrscheinlich. Oh oh. Also, Transformationstime, Freunde.
Stell dich. Okay, okay. Ist okay. Seid ihr bereit? Ich weiß es nicht. Ja. Krakele! Ach du meine Güte, das ist ein T-Rex. Das ist kein T-Rex, das ist wahr. Tja, nun, du kannst jederzeit X verwenden, um mit deinem Pflanzenspray zu schießen. Das wird sich sicher noch bewähren. Hey, Sahneschnittchen, komm her und widme mir etwas Aufmerksamkeit. Wie grandios sieht das denn aus? Um Gottes Willen, ey. Wundervoll. Also, was können wir hier mit dir tun? Hey, Schönheit, dich habe ich hier noch nie gesehen. Meine nahen Pflanzenschwestern könnten eine schnittige Flora wie dich in ihrem Leben gebrauchen. Ich sag dir was, wenn du meinen Schwestern beim Wachsen hilfst, belohne ich dich mit einem romantischen Geschenk. Was sagst du? Warum nicht? Guck mal, eine von sechs. Die müssen wir also finden. Eieiei. Die sind hier aber anscheinend alle in der Nähe. Ja, sind hier alle in der Nähe. Aber wenn wir mit der schon sprechen könnten, werden wir mit den ganzen anderen Pflanzen auch sprechen können. Schätze ich einfach mal. Oh nein, sag mir nicht, hier muss ich vorher was mit... mit irgendwem kaputt machen. Das wäre jetzt blödes Backtracking. Aber ich glaube, ich kann es auch einfach wegschieben. Yay. That's how we do it. Nice. Und... fünf. Eine noch. Wo ist die letzte? Irgendwo hier vorne wahrscheinlich. Wahrscheinlich hier umrandet. Ja, genau. Sehr gut. Das Einzige, was mich sehr aufregt, ist dieses Boing-Geräusch die ganze Zeit. Kriegst du ja Kopfschmerzen von. Danke, dass du meinen Schwestern beim Wachsen geholfen hast, Sahneschnittchen. Du hast sie völlig von den Wurzeln gehauen. Hier ist ein romantisches Geschenk. Oh, wo kommt das jetzt her? Will ich die Page wirklich haben? Also, er sieht glücklich aus, aber... ah. Danke, I guess. Cool. Noch ein Pagey bekommen. Sehr, sehr schön. Wir kommen in der Welt auf jeden Fall gut voran, was mich sehr, sehr froh macht. Denn das ist natürlich auch wichtig. Boah, dieses Boing-Geräusch, ne? Halleluja. Was habt ihr euch dabei gedacht, Entwickler? Was ist los mit euch? Freunde, Freunde. Weil hier waren doch auch irgendwo Pflanzen. Da vorne. Da vorne ist zum Beispiel eine. Und die wollten ja mit Yucca und Laylee normal nicht reden. Jetzt sind wir aber eine Pflanze. Vielleicht ist jetzt die Chemie besser. Die Flora zwischen uns. Versteht ihr? Hallo. Erzähl der Echse und der Fledermaus nichts davon, aber die Ranke hat mir erzählt, dass unter dem Eingang zu dieser Welt ein Geist versteckt ist. Und diese Ranke ist echt vertrauenswürdig. Okay. Also geben die uns nur Tipps? Oder helfen die auch irgendwie, dass sie noch ein Pagey rausrücken? Weil wenn die nur Tipps geben, dann kann ich da, glaube ich, erstmal drauf verzichten. Hier war auf jeden Fall auch noch eine Blüte. Meine ich mich zu erinnern. Ist auf jeden Fall noch ein Geist, den wir auch irgendwie noch kriegen müssen. Den haben wir auch noch nicht bekommen. Weit nach oben kommen wir natürlich mit der Transformation auch nicht. Das ist natürlich auch irgendwo extra so gemacht, damit man jetzt mit der Transformation nicht irgendwo hinkommt, wo man nicht hin soll. Denke ich mal. Aber ich glaube, ich werde mich erstmal wieder zurücktransformieren. Hier warten bestimmt irgendwo noch irgendwelche Blüten, aber... da muss ich jetzt erstmal wissen, wo die wirklich sind. Obwohl ich da noch eine gerade gefunden habe. Dann machen wir die eben noch. Hey! Hey, Schönheit, erzähl der Echse und der Fledermaus nichts davon, aber in der erweiterten Version dieser Welt ist auf dem Monument ein Spezialtrickstecker versteckt. Okay. Der Auslöser ist allerdings ziemlich gut versteckt. Ich glaube nicht, dass du ihn finden wirst. Danke. Da oben drauf ist also ein Spezialtrickstecker. Also den Trick, den wir gerade gelernt haben, mit diesem Kabaum auf den Boden knallen. Dann würde ich sagen, werden wir uns jetzt zurücktransformieren. Und dann... ah, da geht's auch rein. Und hier war schon wieder irgendein Glitzergeräusch. Da war auch irgendwas Besonderes.
Oh, zum Glück sind wir gleich das Boeing los. Mutter. Ja, bin ich. Bitte. Flup. Danke. Voll dead. So. Das ist nämlich oben, dieses Glitzergeräusch. So nenne ich das jetzt einfach mal. Auch wenn das echt grenzdebil klingt. Glitzergeräusch. Das sieht aus wie Jigsaw. Ein bisschen gruselig. Way! Okay. Hier haben wir schon mal einen Knopf. Der öffnet das Pagey. Wenn wir das... Na. Oh, knapp, aber geschafft. Yippie-yay. Wow, ihr macht das prima. So werdet ihr das ein Buch im 0,nix wieder beisammen haben. Cool. Das freut mich doch sehr. Nicht vergessen, ihr könnt Welten erweitern. Das weiß ich sogar. Das glaubst du noch nicht, das habe ich bei dieser Welt sogar schon getan. Ich weiß. Unvorstellbar. So. Ich würde ja immer noch gerne da vorne eigentlich den Geist holen, aber ich habe keinen blassen Schimmer, wie wir den holen sollen. Vielleicht mit den Sonarwellen. Die fliegt ja eigentlich ziemlich weit und der Geist ist blau. Und alles, was blau ist, hatte bis jetzt irgendwie mit den Sonarwellen so ein bisschen was zu tun. Guck mal einer an. Gibt's ja gar nicht. Eins und eins zusammengezählt. Was ich persönlich momentan zugeben muss zu Yooka-Laylee, es macht unfassbar viel Spaß, aber, was mir auffällt zumindest, ist, außer bei dem Boss, wo ich ein paar Probleme anfänglich ja hatte, muss ich zugeben, dass Yooka-Laylee ist jetzt auch die erste Welt, klar, alles ein bisschen vorgegriffen, aber sehr, sehr, sehr einfach ist. Also ich hatte jetzt ja noch nicht mal bei diesem Highscore-Game oder so wirklich Probleme und gerade sowas war damals eigentlich ziemlich schwierig. Ich hoffe, der Schwierigkeitsgrad zieht sich noch ein bisschen an, aber da gehe ich sehr stark von aus. Wäre ja blöd, wenn das die ganze Zeit so einfach wäre. Ich werde mich wahrscheinlich später dafür kastrieren wollen, dass ich gesagt habe, dass ich das jetzt so einfach finde. Weil später wird es wahrscheinlich todesschwer. Und dann hasse ich einfach alles und jeden. Ja, aber da haben wir heute auf jeden Fall in dieser Folge produktiv echt sehr, sehr viel geschafft. Wirklich. Wo kommen wir hier raus? Hallöle. Oh, moin. Hallo, wer bist du denn? Hallöchen, Fremde, ich bin Katos. Lass mich raten, der Gott des Erzes? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Fräulein. Mein Job ist es, auf den Schienen der Großwälzer zu fahren und Gold zurückzubringen. Ich habe allerdings schon lange keine Scherze mehr gesehen. Wir Karren interessieren kaum noch jemanden. Entschuldige, was hast du gesagt? Ich habe nicht zugehört. Wow. Schön, dich kennengelernt zu haben, Katos. Wir suchen Pages. Glaubst du, auf deinen Gleisen können wir welche finden? Ihr werdet haufenweise finden, wenn ihr in mir seid, Junge. In den Schächten ist viel zu holen. Was haltet ihr davon, mal mitzufahren? Ja, warum nicht? Geht klar, Kratos, wir versuchen das. Oh, Junge, wie in den guten alten Zeiten. Wenn ihr ein paar Pages aufreißen wollt, müsst ihr 60 Edelsteine auf meinem Gleis sammeln, bevor ihr das Ende erreicht. Soll ich euch die Steuerung erklären, Leute? Gerne. Mit A springst du, X schießt du, beschleunigen oder bremsen. Das Sonnen-Card-Game war damals bei Donkey Kong 64 die Hölle. Oh, Bruder. Geil! Die Steuerung, sehr interessant. Au. Ja, eigentlich wollte ich da schießen, aber danke. Oh, wie fährst du denn, ey? Alter! Der macht immer so einen Boost, wo ich mir denke, Bruder muss los! Wir haben fast die 60. Wenn wir das jetzt gleich zumindest irgendwie noch halten. Genau 60! Heilige Scheiße. Juhu, klasse, Partner! Halleluja, ey. Puh, okay, das war schwierig. Ich hab mich wahrscheinlich auch sehr blöd angehalten, ne? Manometer, nach all den Jahren fühle ich mich wieder wie ein junger Karren auf den Gleisen. Uff, ich glaube, dein verstaubter alter Karren hat mir Ausschlag verpasst. Danke, dass ihr in einem alten Karren nochmal so richtig Spaß bereitet habt. Hier ist euer Pagey.
Danke! Kratos Rückkehr. Nicht Kratos? Ich habe gerade Kratos die ganze Zeit gesagt, oder? Ich bin so ein Vollidiot. Warum ist das hier? Man weiß es nicht. Vielleicht brauchen wir das später nochmal. Wow, ganz schön windig hier oben. Also da müssen wir erst irgendwie was ausstellen oder so. So funktioniert das ja schon mal nicht. Obwohl. Oh. Ja. Ich glaube, das sollte nicht so funktionieren, aber ich habe es einfach so gemacht. Was machen denn die Augen hier? Okay, das war ein etwas sehr starker Gegner. Der brauchte zumindest echt viele Schläge. Okay. Toll, jetzt bin ich da runtergesprungen, obwohl ich da jetzt gerade eben erst irgendwie mit Mühe hochgekommen bin. Da gibt es auf jeden Fall einen Pagey, aber das war eingeschlossen. Das heißt, wir müssen irgendwas für das Pagey machen. Das ist euch ja wahrscheinlich auch aufgefallen, als wir gerade da waren. Guck mal einer an. Hier geht's rein. Gucken, wo uns das hinführt. Die Welt ist auf jeden Fall wirklich gigantisch groß. Ich meine, wenn man hier auch 25 Pages finden kann, muss die Welt ja auch gigantisch sein. Irgendwer schläft hier oben. Zumindest habe ich einen Schnarchen vernommen. Guck mal, da ist eine Kanone. Und irgendwie ein grimmig guckender Typi. Wenn wir den anzünden würden, ne, das wäre nice. Hell yeah. So, hier oben gab es noch einen Schalter drauf, wurde gesagt. Das ist ein Papagei, wie süß. Oh mein Gott. Das haben wir jetzt alles gemacht für, ich wollte schon sagen, für eine Feder, das wäre ein bisschen läppsch. Halleluja. Ganz oben auf dem Monument hat er gesagt, ne? Heieiei, okay. Hey, du hast einen von uns Energiestreckern gefunden. Wir werden deine Energieleiste vergrößern. Wirklich. Cool. Danke. Denke ich mal. Ja, von daher... Upsala. Da runterspringen bringt ja auch nicht viel. Ich guck gerade, ob hier oben noch irgendwie was anderes ist. Hey! Aua. Das war eigentlich ziemlich dumm. Egal. Ne, weil das hier wirkt so, als ob wir hier einmal Feuer gleich gegenschießen müssen. Oder was sagst du zu uns? Kennen wir dich? Hallo, ich bin Blastui. Vielleicht kennt ihr meinen Bruder Blasto. Er hat eine große Klappe und liebt Kanonenkugeln zum Tee. Wie dem auch sei, da ihr gerade vorbeikommt, könntet ihr mir einen Gefallen tun. Seht ihr meine vier Freunde da drüben? Okay, das sind deine vier Freunde. Die sehen nett aus. Sehe ich. Sie haben heute Geburtstag. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, die Geschenke zu liefern. Sie sehen nicht besonders freundlich aus. Ich glaube, einer von ihnen hat dir gerade die Zunge herausgestreckt. Oh, das ist aber böse. Nein, nein, wir sind die besten Freunde. Könnt ihr mir bitte einen kleinen Klaps auf den Rücken geben, damit ich diese wundervollen Geschenke abliefern kann? Okay. Klar, Blastui, wir helfen gerne. Hervorragend. Könnt ihr mir bitte einen kleinen Klaps auf den Rücken geben, damit ich diese wundervollen Geschenke abliefern kann? Jawohl, machen wir. Ein Klaps auf den Rücken? Das ist ja eigentlich hier oben. Katsching! Wumps! Das ist das letzte Mal, dass sie sich über mich lustig machen. Lass uns verschwinden, Yuka. Der Typ ist nicht ganz dicht. Ich habe übrigens wirklich ein Geschenk hier oben. Es ist da drüben, falls ihr es wollt. Wir werden es finden, Blastui. Und wünschen dir noch einen entspannten Tag. Einen sehr entspannten Tag wünsche ich dir wirklich. Halleluja, dann haben wir heute echt sehr, sehr viele Pages gesammelt. Das ist wundervoll. Cool. 9 haben wir jetzt schon. Super awesome. Freunde, ich hoffe, ihr schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir noch die restlichen Pages uns zusammen schustern, zusammen sammeln. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Däumchen nach oben da und ein Abo. Und ich möchte mir nochmal den Papageien angucken. Der ist sogar in Blastoid drin, der Papagei. Wie süß ist das? Der kommt da rausgeflogen. Ohne Witz, könnt ihr euch das vorstellen? Guckt euch das an. Papagei, komm nochmal raus, bitte. Bitte. Ich glaube, der Papagei möchte nicht mehr rauskommen. Nun gut. Ich würde sagen, bis dann. Tüdelü mit Ü. Kaprrr.